So Leute, ich habe Bock auf etwas, das ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Hitman World of Assassination. Hitman World of Assassination. Assassination World? Nee. World of Assassination. Agent 47, glaube ich. Es war eines der ersten Spiele, die ich früher bei Giga Games gespielt habe, glaube ich. Hitman 1. Das war da. Also auf gut Deutsch habe ich Hitman eigentlich groß gemacht in Deutschland. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Hitman 3 erlauben GeForce Experience verwenden, um automatisch Highlights ihres Spielverlaufs zu erfassen. Nein, halt's Maul. So. Ja, natürlich habe ich das gelesen. Text Language. Untertitelschrift. Ja. Hitman 2 Fortschrittsübernahme. Gibt's nicht. Ey, das sieht aber gut aus hier. Hä, das sieht ja fucking gut aus. Ich dachte, das ist voll oll. Aber ich muss Steuerung machen. Sorry. So. Bläh. Geschicklichkeitsaktionen. Nehmen. Interagieren und nehmen sind nicht die gleichen Sachen, Leute. Was meint er mit nehmen? Machen wir mal. Körper wegschleifen. Lass ich mal Nahkampf. Oh, ich hasse es, wenn es zu viele Tasten gibt. Objekt benutzen. Lass ich jetzt mal da. Verkleidung nehmen. Laufen. Zielen schießen. Nachladen. Instinkt. Schulterkamera. Braucht man das? Oh. Das ist Instinkt. Instinkt. Ducken. Schulterkamera. Präzise Ziel. Objekt. Was? Das sind zu viele Sachen. Ergeben. Objekt ablegen. Langsam gehen. Herausholen. Für jede einzelne Bewegung gibt es hier eine Taste. Herausholen. Verbergen in Aktenkoffer. Karte öffnen. Gibt es nicht Rennen? Doch, laufen hier. Alles klar. Okay, so versuchen wir es mal. Grafik. 1920. Wieso denn das? Können wir doch 4K machen. Let's go. Noch geiler. Hoffentlich zerschießt das jetzt wieder nichts. So. Raytracing. So, gibt es hier keine Voreinstellungen?
Kann ich Raytracing nicht anmachen? DLSS ist Frame-Erzeugung. Mann, weiß ich immer nicht. An oder aus, Leute? DLSS Frame-Erzeugung. An. Anisotropisch mal 4 mal 8 mal 16 mal 8. Sau. Hoch. Qualität der Schatten hoch. Reflexionsqualität von Spiegeln hoch. Wieso gibt es keine Voreinstellung für hoch? Spiegelungsqualität hoch. Variable Shading Rate. Welcome to the Agent Program Initiate. I'll be waiting for you inside. Follow the lights, please. Wow. Kazuo, danke für deinen Sub. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the Handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to advanced mission training. This operation. Das kenne ich doch sogar. Ist das nicht sogar die eine Mission, die ich schon mal gespielt habe? Infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target, and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, Initiate. As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Security won't allow you on board in your current outfit. We should avoid confrontation and look for another way in.
Mit ihrer jetzigen Kleidung dürfen sie nicht an Bord gehen. Sie müssen den Frachtbereich hinter dem Zaun infiltrieren. Absolut nichts. Wie komme ich jetzt dahin? Sneak up and subdue him quietly. You put on his clothes. That's a first. It might just work, though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious, though. Some people are more observant than others. Not bad. Hat er seinen Turnbeutel dabei oder was? Before you move on, I suggest you hide your tracks. You have a much greater chance of success if your actions go undetected. The toilet should do the trick. Tür geh auf. So, Hannes, rein damit. They won't find him anytime soon. Hey, na? Okay. Speichern und gleich Spiel speichern, aber sie können mal. Your uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. Personen, die mit Bedrohungssymbol markiert sind, werden sie verdächtig finden. Achten Sie darauf, nicht von ihnen gesehen zu werden. Hold on. That mechanic with his back turned? He's what we call an enforcer. He knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. Hey dude. If you didn't look like a loony, I'd kick your ass. Was? Right. Now for the tricky part. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. You're in. Well done, initiate. So much love and care. It's okay. Okay. Hey, ladies. Huh. You don't waste any time, do you? I suppose on a boat like this, there's always something. So, wer bist du? Der Koch? Hä, was hat er an seinem Kopf? Get out of my face, fool! Ey, mal nicht so unhöflich. Kühlbox. Tschüss. So. Vergiften. Giftfehl. Oh. Finden wir dich hier irgendwo in der Küche was Giftiges? Hammer. Gegenstände werfen. Wenn sie Personen mit stumpfen Gegenständen bewerfen, werden diese bewusstlos fallen. Werden diese bewusstlos fallen? Und nicht eliminiert. Falls sie gefunden werden, werden sie aufgeweckt. Jetzt steckt die mal weg. So.
nehmen wir mit. Hat's hier kein Quick Save oder was? Das wäre doch eigentlich ideal bei dem Spiel. Quick Save. Ich nicht Feuerlöscher da reinmachen. Feuerlöscher ist wahrscheinlich nicht giftig genug, ne? Looking good, man. Thanks. Hello? Oh, jetzt ist er über mir. Aber wenn ich das vergifte, selbst dann weiß ich ja nicht, wie ich das vergiftete Essen zum Boss kriege, oder? Hey, man. Aufmerksamkeitszuwachs. Jemand verdächtigt sie. Wenn sie in einem Bereich gesehen werden, zu dem sie keinen Zugang haben, mit unerlaubten Objekten hantieren oder verbotene Aktionen durchführen, versuchen Wachen sie zu verhaften. State your business here. What's up? Ich gehe ja schon. Chill mal. Mr. Norfolk, welcome. Mr. Ritter's expecting. Chill mal deine Base, Junge. Shit, da komme ich doch her. Das ist die Frauentoilette. Won't take long, do you mind? Ja, okay. Yeah, whatever. This guy needs some more space. Or a good. Maul. Ja, shit, wo packe ich den jetzt hin? Verdammt. Daran habe ich nicht gedacht. Egal. Genick brechen? Nee, ich will mich doch anziehen wie der. Wieso kann ich mich nicht verkleiden? Huh. That was a tad extreme. I should tell you, ICA clients rely on our discretion and dislike collateral damage. Wieso kann ich mich jetzt nicht wieder anziehen? Das ist ja komplett umsonst gewesen, dass ich den umgebracht habe. Ja, nun. Okay. Das hat nicht geklappt. Ich brauche zivile Klamotten, damit ich hier in den Partybereich rein kann. Na, warte, hier geht's hoch. It is private deck is off limits for mechanics. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise. The target's private deck. Hey, now we're getting somewhere. Ah. Kompromittiert. Sie sind nach einer ungesetzlichen Aktion entkommen, aber jemand hat ihre Tarnung auffliegen lassen. Das heißt allerdings nicht, dass jetzt alle ihre Verkleidung durchschauen. Möchten Sie wissen, wer sie durchschaut, halten Sie die Dings gedrückt, um Ihren Instinkt zu nutzen, um zu sehen und sich umzusehen. Personen, die von Ihrer Gegenwart wissen, sind orange markiert. Ihre Verkleidung ist aufgelöst. Sie werden von der Wache gejagt. Besorgen Sie sich neue Verkleidung, um sie abzuhängen. Neutralisieren Sie die Bedrohung oder warten Sie, bis die Wache die Suche einstellt. Kapitulation vortäuschen. Die Wachen betrachten sie als Bedrohung, versuchen sie zu verhaften. Täuschen sie ihre Kapitulation, um im Nahkampf die Oberhand zu gewinnen, um sich neue Fluchtmöglichkeiten zu erschaffen. Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. Hold it right. You have been compromised. Quickly. Try and lose them and change your disguise. That's right. No sudden moves. Look at that whip. Start a street fight. Das gibt's aber. Oh my
please. You gotta come and help. I think something's in trouble. I'm about to run into some nasty guy. Yeah. Der lebt ja immer noch. Hä? Der. Naja, gut. Okay, man muss es natürlich erstmal checken hier, was hier erlaubt ist und was nicht. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Hier. Okay. Also ich kann da nicht so einfach hier. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise. Das macht doch alles keinen Sinn hier. Ich brauche eine bessere Verkleidung. Entschuldigung, können Sie mal kurz hier reinkommen mit mir? Ich habe da. Sorry, Sir. Really can't let you through here. I've got. Ich will auch gar nicht rein. Als Schrank verkleiden. Lebt der jetzt noch oder ist er tot? Ups. Okay. Wieso kann ich seine Klamotten nicht anziehen, Leute? Ich verstehe das nicht. Das war der ganze Sinn dabei. Hier kann ich auch nicht hin, ne? Doch. Ich sehe das schon in der Trainingsmission. Ich weiß, was man machen muss. Ey. Nee, da ist doch schon einer. Was machst du? Gift fehlt. Ja, ich weiß. Nicht einfach die Leute mit Dialog irgendwie. Ja, das ist irgendwie. Bin ich auch nicht. Hoch. Good to see. Whoa, hold it. No mechanics allowed here. Sorry. Hey. Step back, please. Tja, was mache ich jetzt? Muss was in der Küche sein, oder? Vielleicht, wenn ich mich als Koch verkleide. Nee, ich will den Typ wieder. Nein, ich will den Typ da wieder rausholen. Verkleiden Sie sich als Besatzungsmitglied der Yacht. Da. Das ist es, was ich wollte. Okay. Stark, okay. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs. Ja, das war das. I see what you're getting at. Very unorthodox. How you doing? I like it. Hey man. What's up? What's up? Hey, what's up? Okay. What's up? What's up? Good day, sir. The target's private deck. Now we're getting somewhere. Ah, but according to Intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. Nein, ich wollte die Waffe nicht. Try and lose and change your disguise. Right there. Ich wollte nicht. Hey, can somebody help me, please? Ich wollte doch gar nicht. Rapid fire, give him all you got. Jesus Christ. Ich habe einmal die falsche Taste gedrückt. The target's private deck. Now we're getting somewhere. Ah, but according to Intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin. Sorry, no yacht crew. So tread carefully. Okay, da komme ich jetzt auch wieder nicht rein. Büste nehmen. There you go then. Was passiert, wenn ich sie nehme? Please just go away. Gegenstand wegstecken.
Da kann ich jemanden verstecken. Greetings, Mariner. Den muss ich. Yeah, I like that uniform. But you can't come through here. Den muss ich vernichten. Hey, what's up? Not with that attitude. Yeah, good luck with that. Da ist mein Ziel. The target will spot you if you get too close. To eavesdrop on his conversation, try and find a way to blend in. Back already? Buddy, you're making us look bad. Chew your food, why don't you? Blending in, I see. Mr. Well Norfolk, done, initiate. So good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No. Not before six. My wife is very insistent about that. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. Oi, sailor! Sailors, please don't make any trouble. Clearly, just leave. She doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. So you took the mission. Wow, so you got the blueprints. Most impressive. People get what they pay for, Mr. Norfolk, and you paid for the best. Here, I'll pull the files for you. Not my usual scene technology. Most of my clients are art collectors. So, what is it? Das sieht aus, als ob der so, als ob die Schulter zu schwer ist. Wie praktisch, guck mal, hier ist kein Gitter. You're on the right track. Stay put. I don't mean to boast, but whoever makes it to market first with this reactor will become the king. Well, I'm rooting for you. Now is your chance. Use your silent pistol or the client will notice. Give me a second. It's just on the tip of my tongue. Was soll ich machen? Use the was? Maybe you wrote it down. Somewhere. Wait, was it glass cutter? No. No, but something work related. Was geht das nicht? Your mind. Happens to my wife all the time. Wieso kann ich jetzt die Klavierseite nicht benutzen? Ah, mit Schallgitter. Just a moment, Mr. Norfolk. Have you thought of it yet? You got... Your target is down. Now head calmly towards an exit. What the? Look at all those stupid snobs. They don't even know what's going on. The red car marks your exfiltration point. Simply push the button and you're in the clear. Ah, oh, was eine Scheißparty. Ich gehe nach Hause. Tschüss. So zwei Schritte rennen. Advanced mission training complete. And may I say, elegantly done, initiate. I guess my hunch was right about you. I look forward to the final test. Ja, ich würde sagen, first try. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes.
They could only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint, he could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Oh, das Entwicklerstudio schreibt hier, was für Saft im MC, was für Saft im Chat. Das Entwicklerstudio arbeitet aktuell an einem James-Bond-Spiel in der gleichen Art. Das würde gut passen auf jeden Fall. Vielleicht noch mit ein bisschen mehr Story und halt so James-Bond-mäßigen Dingen. Oh, ich will das nicht nochmal machen, ich will eine neue Mission. Hatte ich nicht eine andere Mission? Ich will kein Training. Ich weiß nicht, wer ich bin. Komme ich jetzt in die nächste Mission? Zurück zum Menü? Gib mir den richtigen Kram. Neuer Spielmodus, Freelancer. Freelancer-Unterschlupf. Wie man spielt. Inhalte zum Runterladen. Nicht installiert. Kampagne. Ausbildung. Story, Hitman, Hitman 2, Hitman 3. Nehmen wir sie. Ah ja, Showstopper, das kenne ich doch schon. Was kennen wir noch nicht hier? Die Welt von morgen. Club 27. Freiheitskämpfer. Situs Inversus. Wir können aber auch aus Hitman 2 was nehmen, oder? Nee, da habe ich nicht den Zugang gerade. Okay, wir können offensichtlich nur erstmal Hitman 1 nehmen. Sie sollten zuerst Club 27 abschließen. Ja, sie sollten, heißt aber nicht, sie müssen. So, ich mache jetzt erstmal hier. Situs Inversus. Oder ist das zu schwer? Okay, wir machen Freiheitskämpfer. Good morning, 47. We have a lead on the Shadow Client. ICA White Hats have traced the anonymous data received by our clients to one Olivia Hall, brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental terrorist and explosives expert wanted for a series of public bombings. Rose was spotted near the scene of Thomas Cross's kidnapping, which makes him our prime suspect for the Shadow Client. Spurred by Eric Soders, the ICA Board of Directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate Sean Rose, along with three other prominent militia members. Ezra Berg, retired Mossad interrogator. Penelope Graves, Ezra Berg, former Interpol Penelope Graves. And finally, Maya Parvati, former assassin and gunrunner for the Tamil Tigers. I'll be honest with you, 47. I consider Eric Soder's reasoning hasty and ill-advised. Now, we cannot go against the wishes of the board, but we can conduct our own investigation. Whether a direct threat to the ICA or not,
We need to know the Shadow Client's true agenda. I will leave you to prepare. Freiheitskämpfer, Einsatzziele. Planung. Sean Rose, Penelope Graves, Ezra Burke, Maya Parvati. Okay, die muss ich alle umbringen. Planung. Südlicher Startpunkt. Schmuggelobjekt. Zubehör, Klavierseite. Die blasse End. Schwierigkeit. Oh, das habe ich schon gestartet. Welcome to Colorado 47. Ja, wird schon the easy, militia oder? Has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The Shadow Client appears to unite specialists and radicals from all over the map. Mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. So, erstmal einen Überblick bekommen. Ja, die sind ja alle direkt beieinander, ist ja gar kein Problem. Können wir doch einfach hin. Pam, 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 pam. Und dann gehen wir wieder. Oder wie, oder was? Da ist ja schon jemand. Holy shit. Was bedeutet denn dieser weiße Kreis hier auf dem Boden, der immer mit mir mitgeht? Es sind aber auch viele Wachen. Eieieiei, hier ist ja richtig Action. Okay, das wird nicht klappen, da sich so einzuschnappen, ne? Zu schlau gelaufen. Wo bin ich denn? Wer auf dieser Map bin ich? Kreuz war irgendwas zum Interagieren. Aber ich konnte nicht mehr, weil die Typen hier... Müssten natürlich auch zu zweit lang laufen, ne?
der Typ da? Was passiert, wenn ich jetzt so eine Münze... Ach du Scheiße, da sind auch welche. Meine Fresse, du. Ich bin hier umzingelt von Feind. Kann die Münze nur zwei... Das ist Agent 47, kann die Münze nicht weit werfen oder was doch? Jetzt kommt der hierher? Wieso? Hä? Nein! Oh Jesus! Das hat ja überhaupt nicht geklappt. Wieso hat er nicht gespeichert? Wieso habe ich nicht gespeichert? Welcome to Colorado 47. The militia. Jetzt wird's easy. Wird richtig gut jetzt hier. Jetzt mache ich's richtig gut. Wo verstecke ich den? Ich weiß nicht, wo ich hier verstecken soll. Ist hier irgendwas zum Verstecken? So, das speichere ich doch schon mal direkt ab. Leute, das war ja wohl schon mal ein Erfolg hier. Die Frage, wie gut kennen die ihre eigenen... Oh, ich habe keinen Schlüssel. Was? Was ist los? Come on, get up. Don't waste my time. Now I have a machine gun. Wenn einer von denen den Schlüssel hätte, dann würde mir das jetzt hier angezeigt werden, wahrscheinlich, oder? Das kann ich jetzt nicht einfach hier durch mich durchfraggen? Ich habe doch nicht irgendwie das Ziel gekriegt. Ich darf niemanden... Ja, Bodies verstecken. Ist nicht so einfach, hier ist irgendwie nichts. Das könnte was sein. Was ist das hier? Ist das eine Maschine, um Bodies zu verstecken? So ein... Also ich habe natürlich die Skills, Leute, um mich hier auch einfach durchzuballern. Thank you.
Was? Stand still, sir. Keep your distance from the body. This is security. Drop the rifle. I repeat, drop it. That's right. Keep those hands behind your head. Target's locked in hand-to-hand combat. Watch your fire. Take him out. He's hit. Move it. Keep Copy that. Ja, Mann, ey. Okay. Okay, 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 okay. Wo ist das passiert? Come in, come on. How copy, over? Got one naked male here. Something's going on. Are you in any way involved in this? Ich? Wie meinst du das? Kann ich den jetzt hier, wo werde ich den jetzt hier los? Hier? Ja, das ist kein tiefes Gras, ne? Oh, guck mal hier! Jetzt kann ich die Heupresse auch noch einschalten. So, kriege ich den anderen auch noch da rein, bevor die anderen kommen? Komm, 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 komm. Komm, 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 komm! Also, ich muss den einen erst häckseln. Boah, ist das bitter. Okay. Den häcksel ich nicht. Obwohl, der lebt noch, ne? Kann er da wieder dann rauskommen? Nee, der glaube ich nicht, dass er da rausklettert. Ich finde es ein bisschen blöd, dass es kein Quicksave gibt, ehrlich gesagt. Das wäre doch eigentlich prädestiniertes Spiel. Sup, guys? Hey. Alright. Eine Überwachungskamera hat sie gefilmt. Das wird mein Fluchtweg hier, ne? Hi, whatever. Sup, guys? Objekt verbergen. Mülleimer. Ah, okay, da kann ich was verschwinden lassen. Sup, Guy. Was, wer? Da ist ja noch einer. Scheiße. Okay. Wie dumm. Okay. Ja, naja. Habe ich mich wohl nicht richtig umgeguckt. Sup, guys? Wo ist die Kamera? Da, ah, jetzt sehe ich sie. So ist besser, ne? Ohne Kamera. What's up, guys? Kann ich den jetzt im Mülleimer stecken? Nee. Shit. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem? Hier. Perfekt. Kann ich auch zwei da rein? Dingsen.
Easy. Ich bin ja so gut in dem Spiel. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der das besser kann als ich? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie fühlt sich das für euch an jetzt, so wo ihr das seht? Wahrscheinlich auch ziemlich spektakuläres. Waschbecken überfluten. Okay. Hadref ist erregt. Da wäre übrigens auch wieder ein Häcksler. Wieso ist das jetzt unbefugtes Gebiet? Ich bin doch Wachboy. Okay. We tolerate no trespassers. Hä? Don't move. Ach so, die sind jetzt Special Unit. Komm, du kannst auch direkt in den Häcksler gehen hier. Tschüss. Boah, der hat eine Pumpgun. Geil. Geil. Was ist hier? Schaufel? Brauche ich das? Ihr wollt, dass ich den wegschaufeln, ne? Keiner guckt hier gerade hin. Oh oh. Jetzt muss ich den anderen häckseln, damit der hier reinpasst. Immer. Wir haben leider immer nur Platz für einen. Ich bin der Häcksler von Riva. Gartenschlauch. Einschalten. Okay, ich speichere erstmal ab und dann gucken wir, was der Gartenschlauch macht. Was macht der Gartenschlauch? Ablenkung wird untersucht. Nicht mal ausgemacht. Ey Leute, ich bin ja so gut. Ich kann es selber gar nicht glauben. Ich lock die ganze Base hier zum Häcksler. Ich häcksel hier alles einmal durch. Ich so ein Achievement gekriegt fürs Häckseln. Wie kann ich nach all den Jahren noch von meinem Skill überrascht sein? Ja, das ist eine sehr gute Frage. So, hier kriege ich bestimmt geil. Oh, hier ist immer noch die Schaufel. Kann ich hier irgendwelche Informations? Das ist alles egal. Hier fehlt Quicksave in dem Spiel, ich sag's euch.
Hier fehlt Quicksave. Was ist das? Ach, da haben die Tests dann gemacht, oder was? Sup, guys? Why are you waving that around? You got a safety catch on that? Hä, hey, kann ich die... Wenn ich zwei Waffen habe, kann er keine wegstecken? Dann hat er immer eine in der Hand? Ist ja dumm. Wo muss ich eigentlich hin? Da ist Number One. 2, 3, 4. Alter, sind hier viele. Guck dir das an. Okay, sollen wir erstmal Number One machen hier, ne? Team and a B team, if you know what I mean. Yeah, you can say that again. Yeah, what I mean is if the guy next to you auch schon hier der Typ. In the line of fire, you don't have to. Es wäre kein Problem, die beiden hier auszuschalten. Mit zwei gezielten Schüssen. Soll ich das machen? Puff, puff. Oh. Sir, you can't leave that there. Oh, der Schrank. Miliztechniker. Ist es vielleicht klug, sich als Miliztechniker zu verkleiden? Techniker. Information einsehen. Drogenlabor-Memo. Ein Memo von Sean Rose, in dem er auf die Notwendigkeit hinweist, die Garage des Haupthauses in ein funktionsfähiges Labor für Ezra Burks chemische Experimente umzubauen. Genauso, dass das Labor ein Schloss braucht, wo der Equipment-Analyse der Herstellung unterschiedlichster Drogen ausgestattet sein muss. Okay, das ist an. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich die umgebracht habe hier drinne. War noch eigentlich ganz gut hier aufgehoben. Aber wer weiß, vielleicht sind die später, vielleicht die hätten später noch eine Gefahr werden können. Oh, hier kannst du einen bestimmt in eine Falle locken, oder? Unter das Auto? Oh mein Gott, hier ist was passiert! Leute! Leute, holy shit!
Oh, so ein Pech. Hey, Soldier, can you believe this guy? Was denn? Multiple laser dots on your forehead, mister. That should tell you to give it up. Oh, it's time to bring him up! Alter, ganz schön. Jetzt gibt's Kasala hier! Okay. Warum hat er mich jetzt also verdächtigt? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wo habe ich denn jetzt zuletzt gespeichert? 21.7? 21.9? 20.8? Scheiße. Habe ich nicht nach den zwei Typen in dem Gebäude abgespeichert? Das habe ich nicht. Ich brauche einen Quicksave-Button, ganz ehrlich. Oh dear. Sir, you can't leave that here. You mean it, Mac? Huh? Shit. Das hätte smoother sein können. Okay. Hä, was? Wieso? Oh. Alt F4 ist Quicksave. Ah, danke, Time Warp. Ich bin erst seit einer Woche im Internet. Das hilft mir. Danke. So, wir gehen wieder als Miliz und speichern jetzt auf jeden Fall ab. So, jetzt möchte ich das nochmal kurz... Boah, eigentlich brauche ich das doch gar nicht machen. Oder will ich hier wirklich jeden Einzelnen ausschalten? Das sind echt sau viele. Vielleicht kriege ich es ja auch hin, ohne hier alle zu vernichten. Achso, gelbe Sachen, mit denen kann ich interagieren. Was ist das? Alarm auslöst, okay. Teergrube. Oh, da kannst du bestimmt auch... Das können wir doch einfach mal... Was ist das? Durchbohren. Schraubendreher fehlt. Okay. Mal wirklich in jeder Ecke und in jedem Winkel stehen hier Wachen. So, this test that Rose has planned seems kind of cruel, doesn't it? I mean, I'm no softy or anything, but it feels excessive to me. She's got it coming. And nobody can switch sides like Graves and just expect to be accepted. Tests are in order, man. Yeah, sure, I get that. But playing on her past with Interpol like that? I don't know, man. But I just hope the technician knows how to act. She used to be the enemy. I don't have any sympathy for that. I'm sure he'll be fine. He's got the badge, right? Yeah, he showed it to me over by the tent. Rehearsed the lines, too.
Ich könnte natürlich Peng Peng. Die Typen. Not to mention how far she'll go. You think she'll order us to be removed? If she does, I got a 45 cal with her initials on it. I hear ya. Was? Wie konnte der jetzt so schnell gefunden werden? Oh mein Gott. Die Mission ist eigentlich ungeeignet für Anfänger. Ja, sehe ich anders. Ist geeignet für mich. Dürft eins nicht vergessen. Ich hatte mal ein Leben vor dem ganzen On-Air-Kram. Ich kann da nicht viel drüber sagen. Aber sicherlich fällt euch schon auf, dass ich hier erstaunlich gute Arbeit leiste. Wo? Da oben? Okay. Fucker da oben auf dem Gelände. Was? That's him, by the storm pit. Guys, release the body. Ja. Oh, Jesus. Was wollt ihr machen? Scheiße. Okay, es kommt zu viele. Es kommt zu viele. Ich habe auch gar nicht so viel Munition in meinem Ding. Ich wollte es eh nur mal ausreizen und gucken, was passiert. Think she'll order us to be removed. Rein in die Gülle, Boy. Und Aussicht genießt. Guck mal. Das Güllebecken ist perfekt für mich.
difference. You're not walking through here. No way. Please leave. Have a good one. Ja, aber die haben doch einen Techniker bestellt. Flatsch. Ihr seid schon auch ein bisschen beeindruckt, oder? Chat, sag mal ehrlich, Chat jetzt. Ja, wohl astreine Arbeit, die ich hier mache. So kann ich nicht speichern. Das ist einfach nur, also das muss man gar nicht machen. Das ist einfach nur Fotomodus, oder was, die Kamera? Was steht da? Muss man eine Taste drücken? Tauchen, Anführer. Geh. Wieso kann ich nichts machen? Ach, das Schraubendreher fehlt. Sagt eigentlich Schraubendreher. Oh, was haben wir denn hier? Eine Fusil G2. Aber kein... Aber kein Schraubenzieher. Dauernd muss man hier abspeichern, ey. Sag mal, wo ist denn eigentlich der Dude? Jetzt läuft er da draußen. Okay. Also, dass hier nicht irgendwo ein Schraubenzieher rumliegt, das finde ich ja schon ein bisschen verwunderlich. Da ist die Kiste. You have a problem with me? If not, back off. Fuck! Sir, you can't leave that here.
Was kann ich nicht lieben? Is that a weapon? Freaking out. Was? You look like you've seen a ghost, huh? Kompromittiert heißt doch, die kennen meine... meine Verkleidung, oder? Hey, come on, get up, snap out of it. Wieder lebt. It's all over. Kirk got away. Okay, komm. Da ist ja richtig dumm gelaufen. Sehr gut. Da ist der Guy, Leute. Okay. Der Guy ist eine Gal. Ob sie jetzt auch was trinkt? But still, some of that stuff he's done makes my skin crawl. The oil rig, I get. That government office in Auckland. Man, kids die. Oh. Yeah, of course it does. Oh. He's smart, he's ruthless. But like all fanatics, he's impressionable. Das würde natürlich auch gehen. Tod durch Heulballen. Heuballen. Brenneisen? Was kann man mit Brenneisen? Don't get me wrong. Sean Rhodes was born for this. The enemy doesn't expect that. Schaufensterpuppen haben. You know, you sign a document, thousands of people die out of the way. It's unreal. Drone up. Aber warum trinkt sie denn jetzt nicht? More like bring an axe to a chess game.
Sie schrinkt! Stay clear, folks! I'm about to blow chunk! Die hat Rattengift getrunken. You look biff, my friend. Hab ich sie erwischt? You have a choice to make, sir. Let it go. Take him out. Engage. Hat sie das Gift überlebt oder was? Die Typen hier vorher ausschalten. Oh, okay, what is wrong with you? Wo sind wir? Security! You're gonna request. Mann! Scheiße! Okay, ich muss hier die Typen irgendwie schnell. Wie Körper wurde gefunden? So, jetzt ist Timing gefragt. Scheiße! Gülle. Natürlich jetzt. Der Typ da oben nervt. Kann ich den einfach wegfraggen da oben? Oh, jetzt ist sie, hat sie fertig gekotzt. Maya Parvati is down. Good work. Okay. Leute, es ist wie beim Einparken. Besser als gut muss nicht sein. Target eliminated. Körper wurde gefunden. Was? Welcher Körper? Untertauchen nicht möglich, zu verdachtserregend. Was ist das? So, I've started practicing breathing underwater. If I train hard enough, I've heard that I'll develop gills after a while. A couple of you. Who are you?
You. Ich red. Schlüssel fehlt. No way. Who are you supposed to be? Who do you think you are? Crap. Listen up. You drop the rifle. Right. Nice and slow. Security, whoa. Give up the rifle. Command, target is stood down. He's got hand to hand. Over. Nein, wer? Wo? Wo? Oh. Man muss aber auch an viele Sachen hier denken. 21:38. Okay, das ist überhaupt nicht creepy. Schießstand entdeckt. Who are you? Hey, you. Hey, Mister, don't turn your back on me. Ich turn mein Back nicht on you. This is your final warning. Was soll ich denn machen? Bad news. I can tell right from. Okay. Das ist aber ein bisschen komisch, oder? Das Problem ist natürlich, dass die da drinnen die Leiche finden. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht welche. Ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Das muss ja dann da oben sein, oder was? Geil, wie viel unterschiedliche Wege es einfach gibt. Also Level-Design und so. Gefällt mir schon ganz gut. What are you, some kind of troublemaker? Frage, soll ich mich, oh. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ja, ist ja gut, ich lade neu. Weiß man nicht, welche Leiche die eigentlich entdecken. Hey. Command, this here. You to blame for this? You be- da oben den! Okay, jetzt habe ich es gerafft. Jetzt habe ich es gerafft. Das werde ich nicht verhindern können, vermutlich. Sei denn. Wer entdeckt ihn denn? Da ist doch niemand. Der. Der hat ihn entdeckt. Von hier. So I just found out that Parvati was a Tamil tiger. Those were some seriously hard people. I'm beginning to see how she got so rough around the edges. Okay, wir wollen uns wahrscheinlich als Möbelpacker verkleiden, um da ins Haus zu kommen, oder?
No, you know I can't let you through here. Come on, sorry. Move on. Untertauchen als Milizsoldat? Was sind denn jetzt die Möbelpacker? Looks a bit out of place, doesn't she? I mean, let's be honest, none of us are exactly God's finest. Takes a thief to catch a thief, you know? Penelope Graves? She seems like a straight arrow. Everyone's got their own reason to be. Money, Cyber. Ja, Möbelpacker wäre gut, dass ich mich hier als Möbelpacker verkleiden kann, aber geht irgendwie nicht, ne? Vielleicht geht das? Was macht er denn da? Untertauchen als Milizen. Okay. Achso, der tut so, als ob er was macht. Okay, das ist gar nicht verkleiden, verstehe. Hey ho, wir bauen was, ja. Was haben wir hier? That is Penelope Graves, acclaimed anti-terror analyst. Ach, das ist ja ein Ziel. Okay, speichern wir doch direkt mal ab. Das ist eins meiner Targets. As part of this crowd. Aber warum nicht peng, 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 peng? Real man. Okay, can you just leave me alone for a few minutes? I've got some thinking to do. I'm sure Rose won't mind. Hi, I'm Penelope Graves. You look like you've been part of the crew for a while. Just, wondering how you're finding it here. Sean Rose okay to work with? Rose? I don't know. I'm not sure if I fully trust a man that engages in that amount of personal hygiene. I'm down with not smelling as much as the next guy, but it seems like he really needs washing his hands. He's trying to get out. Huh. Is that the general feeling of the camp? I've heard some of the others talk about it as well. Has it been eaten? Good to see you. Who the hell are you? What's his problem? Seriously, anybody know this guy? Hey! Kann ich mal kurz aufs Klo? Who the hell are you? Do you really thought that would work? Shit. Quality of the people they're bringing in. I mean, I don't know. Sup, guys? Wo ist sie denn jetzt hin? Da. Hey, you! What's with the problem here? I'm at the, we've got an imposter on the premises. Did you see the moon? Do you have any idea of who we're looking for? I'll tell you something you don't know. I've got no visual. The moon? Sir! Start that now! The moon's on one side. Secure the perimeter! Alter, ist hier viel los. We only see them one side. Come on!
No, when you think you see the moon in the sky during the day, that's just a reflection on the other side of the world. Sir, it's great. This is off limits, sorry. I wanted to talk to you about this. Keep moving. Ah, da ist der Schraubendreher. Guck. Sie, aber wie komme ich da ins Gewächshaus jetzt? Hey, you! Yeah, you! What's this? Is it your work, huh? Hey there, bro. Hold it, right there! Okay. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Hey, buddy. Ich glaube, ich spiele das Spiel falsch, kann das sein? Was sind die Knarre jetzt? Relax. Take a deep breath and tell me what happened. Something is going down. Stay on your toes. He really thinks he's getting away. Sure. I think I understand where you're going. Well, someone pick the line of fire. What you got? Like the run. Oh, God. I'm like a man. Go! Yeah. Graves is down. No, excellent work, 47. Negative on the visual. Some troublemaker is making a mess around here. Do we have an He was looking like one of the Come on, we got a situation. Put two extra men on the principal. Don't worry, we'll nail this. Want to play a game? Okay. Vergeht das nach einer Zeit wieder oder muss ich irgendwie... Bei Metal Gear ist es ja so, dass irgendwie einfach nach einer Zeit wieder Ruhe einkehrt. Man, area is clear. Please advise. Over. You're surrounded. Give yourself up. Ist das ein Alarm? Ich muss hier... Ach, hier sind die Kisten, die ich die ganze Zeit suche. Wieso suchen die immer noch? Ich bin doch weg.
speichere mal ab. That is Ezra Berg, former Mossad interrogator. His services are... ...demand at the moment. Da läuft ihm hier einfach das Möbelpacker. Das ist einfach mal eins meiner Ziele. Hi there. No, I'm just looking for my shipment. Certainly it's here. It would be quite unfortunate if it got mixed up with the tobacco. Or anything like that. It's really quite a potent... Ezra Berg has been eliminated. Good work, 47. Ja, 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 ja. Sag nix, Chat. Versuch macht klug. Lol. Der Typ ist da drinnen eingeschlossen. Do not have clearance. Turn around now. That's good, sir. Keep going. Please get up right away. Oh, I'm busy. My head hurts. Hä, ich hab dir doch das Knick gebrochen. Der lebt ja noch. Shit, ich hab vergessen, ihm das Knick zu brechen. Sorry, everything happened so suddenly. Echo Fox got to Uniform Zulu, over. He's around here somewhere, we got no ID. Any description of possible suspects? What's up, guys? You seen a suspect looking like me? A little bit. He's disguising as me. Anyone? No? Thank you. Bye bye. Mann, ich habe aber auch kein Glück. Kann das sein? Ja, vielleicht sollte man sich auch nicht auf Glück verlassen. In diesem Spiel. 56.
Ezra Berg has been eliminated. Good work, 47. Ich muss den irgendwie da wegschaffen. Deshalb. So, jetzt fehlt nur noch die eine da drinne. Command, do you copy? I'm at the location now, and I have nothing to report. Over. Sir, this is off limits. Affirmative. Moving on. Out. This is not a drill. We have a situation. Sir, face down on the floor. Keep your hands where I can see them. Keep firing! Wieso denn? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ihr könnt nichts beweisen. Niemand hat was gesehen. Wo ist er jetzt? Hey, das ist ja falsch. Hä? Habe ich nicht abgespeichert eben gerade? 1,52? 54? Ich hab wieder nicht abge... Leute, ihr müsst mich dran erinnern, dass ich abspeichere nach jeder guten Tat. Berg has been eliminated. Good work, 47. Körper wurde gefunden schon? Von wem? Wieso kommt der da rausgestürzt wie so ein wilder Affe und weiß plötzlich, dass Ezra da liegt? Das verstehe ich nicht. Das muss da irgendeiner Logik folgen, warum der da jetzt rausgerannt kommt. Berg has been eliminated. Good work, 47. And look what they've done with the house. That's not right. Wieso? Was? You need to drop what you're holding. Understand? Ich verstehe es nicht. Der lag hier. Hey, Mister, what the hell is this? You did this? This guy. I mean, what's his problem? You know him? Hey. Hey. Hey, hey. Stop. Get up. So you idea, son of a bitch, or what? Enough with the chokehold. Christ! Somebody help! Es wird immer schlechter. Je öfter ich es versuche. Es muss irgendwie gehen. Ich müsste einfach in diese Scheune kommen. Ich hätte die vorher clearen müssen. What the? Stop the strangling right now. Da steht ja einer noch am Fenster. Ich bin so dumm.
Ja, das ist jetzt vom Timing her natürlich eine schlechte Zeit. Aber es ist so gut, dass ich den hier einfach umklatschen kann. Ungesehen. Hi, Sir. Ezra Berg has been eliminated. Good work, 47. I'm telling you, back in the day, we have very limited access. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll in das Gebäude, ey. Können wir mal hier die linke Seite abchecken? Geil ist, wenn solche Spiele dann auch auf, wenn ich jetzt wirklich was sagen würde, also irgendwann so der KI drauf reagiert, wenn ich jetzt laut wäre, dass er dann mich wirklich hört oder so. Okay, sie haben den Braten gerochen. Bloß nichts gesagt, ja. Kann ich hier nicht durchs Fenster rein? Hat er gesehen? Wir gehen jetzt mal hier direkt rein. Ziel isoliert. Ah, jetzt haben sie Ezra gefunden, wie es aussieht. Ja, geht mal nach da hinten gucken, da war doch was. Also kurz rausgucken und pop. Pop, pop, pop.
Jesus Christ, okay, hier komme ich auch nicht weiter. Das funktioniert einfach nicht. Ich muss irgendwie in dieses Scheißhaus reinkommen. Das Scheißhaus reinkommen. Kann ich jetzt von hier aus dem Gebüsch die Kamera da abschießen? Ich sag's ja, man macht sich hier immer den Kopf. Du musst da einfach dreist reingehen. Du musst da einfach reingehen, als wär's nix. So läuft das. Heizungskessel einschalten. Du, wer ist denn das? Licht ausmachen wahrscheinlich. Oh oh. I don't believe you have clearance tape. Hey! Hold it! Stop! I need you to. Okay, let's prepare to. Tango's last known position. No visual. Please advise. Over. Aber ist das nicht das, was auch Hitman auszeichnet, dass man eben genau solche Situationen erlebt? Ich glaube schon. Ablenkung wird untersucht.
Chill. Excuse me. Will you hold it right there? Sorry. Okay, I'm taking you in. Hands over your head. Now! Engage on contact. Roger. Jesus Christ, das ist aber auch schwer. Aber warum sollte ich die Geisel denn... Okay. Warum sollte ich denn die Geisel... töten? Macht doch überhaupt gar keinen Sinn eigentlich. Stand by. Hey, we got a situation here. Haben wir a situation? He said, "Sir, I'm not doing my sight. You can't break heads like that. Let me see those hands." You can't break heads like that. Ja, irgendwann muss denen aber auch mal auffallen, dass hier lauter Leute in den Kampf, in den Keller gehen und nicht mehr rauskommen. Hey, nice and easy and no sudden moves. I will pull this trigger. Hands high, elbows low. Move your head. Take him down. Don't save your ammo. Mann, ey, ich dreh langsam durch. Current location. ETA at extract in 7 mics. Control, out. Hey, you! Da jetzt mal irgendwie da hochkommen. Wie es scheint, hält die Miliz einen gewissen Harold als Geist. Wer auf dieser Name, den es ja nicht auch schon gehört, erzeugt so ein Geheimnis. Gut, das Shit, da ist einer. Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Lol.
sich einfach weggezaubert. Das war jetzt strange. Okay. Ich versuch's nochmal. Kommt einer? Jetzt nicht einfach chillig hier rein. Aha. Eins über mir noch. Hey, Tripper. Hey, hey guys, no. What's up? Gibt's hier noch irgendwie kleine Snacks oder so? Weil es so auffällig ist, wenn ich mich über eine Teetasse beuge. Klar, wer wird da nicht hellhörig? Jebote, was ist das? Also wenn ein rotes Ausrufezeichen ist, heißt das, ich werde immer entdeckt bei der Aktion, oder was? Verstehe ich das richtig? Jetzt ist zum Beispiel rot. Hier ist auch irgendwie eine Kamera noch. Mask. That's what it does. It's a 3D printer. It prints thing. Cowboy booster. Jesus, get out of my face, man. So, jetzt werde ich erschossen, wenn ich den Fernseher anmache, richtig? That's what it does. It's a 3D printer. It prints things in... Wait for it. Free dimension. I know what it does. I just have a hard time grasping it. Could we print out our own weapons? Sure. Maybe a small gun for something really specific. Wieso? Silencer, ich versteh's nicht. Ich gehe jetzt einfach hoch, niete den um. Verpiss mich. Wo ist er denn jetzt? Ah.
Kann ich die Tür nicht zumachen? That is Sean Rose. Where terrorist turned insurgent. Sean Rose confirmed down. Nicely done, 47. Wake up. It's happening. Come in. Am Fenster vorbeigehen. Oh, Jesus. Red leader, area is clear. Please advise, over. Keep those eyes peeled. I understand. Jetzt muss ich nur noch entkommen, oder was? Negative command, but nothing so far. Greetings, sir. Greetings. Good day. Was? Infiltrieren Sie den Tornado-Bunker? Was ist denn der scheiß Tornado-Bunker? Hä? Infiltrieren Sie den Tornado-Bunker? Was? What? Der wird mir doch gar nicht... Hier wird mir auch gar kein Tornado-Bunker angezeigt. Ach, das ist, wo der... Oh, da war ich ja schon. Okay. Das ist, wo der Dude sitzt. Greetings. Das ist der Bunker. Okay, das hätten wir ja auch vorher. It appears the door to the tornado shelter is protected by a biometric lock. To gain access, you need Sean Rose's body or something equally convincing. Das sagt ihr mir jetzt? Das sagt ihr mir jetzt, wo ich gerade eben bei ihm war? Hey guys. What are you up to? What's going on here? Wenn die Tür einmal aufgebrochen ist, kann man sie nicht mehr zumachen. Falls es euch das interessiert. Manipulieren. Lol. Okay. Also ich brauche entweder Sean Rose oder etwas Vergleichbares. Da liegt ja jemand. Nehmen. Was?
Batterie einlegen. Was? Sind gerade die Tabletten explodiert? Lock. To gain access, you need Sean Rose's body or something equally convincing. Exklusiver Uhrenakku. Der Akku für eine brandneue Link 4 Smartwatch. Sean Rose hat ihn zu einer Bombe umgebaut. Was ist jetzt? Jetzt habe ich das da reingesetzt. Nitroglycerin war das, was ich auf den geworfen habe. Okay. Hä, wo ist er? Wir haben den weggeschafft. Hä? Ja, wie soll ich denn dann... Hä? Jetzt raff ich gar nichts mehr. Wie soll ich denn dann jetzt in den Bunker reinkommen? Raff ich es wirklich gerade nicht. Hello, Recruit. Verschaffen Sie sich Sean Roses Gesicht. Hey, who are you?
Verschafft sie sich Sean Roses Gesicht? Ja, aber wie? Ja, Leute, ey, jetzt raff ich's aber auch gerade nicht. Wenn die Leiche nicht mehr Fort Lock to gain access, you need Sean Rose's body or something equally convincing. Ich check's nicht. Oh, da tragen sie ihn gerade raus, oder? Da, oh, das ist mir entgangen. Guck mal. Man, I swear, these sort of things happen more to me than anybody else. I don't want to say I'm cursed or anything, but really? I mean, come on. What do you want? A kiss? Haben die den irgendwo hingebracht oder was? Aber da müsste es doch mal hier irgendwie auf der Map einen Hinweis geben. Ich meine, die ist ja riesengroß. Woher soll ich denn wissen, wo der jetzt ist? Infiltrieren Sie den Tornado-Bunker, verschaffen Sie sich Sean Roses Gesicht. Okay, dann. Ah, vielleicht ist der. Nee, Moment, auf irgendeinem Handy oder denke ich jetzt zu kompliziert? Ihr dürft mir ruhig ein bisschen helfen, Chat, sonst kommen wir hier, glaube ich, heute gar nicht mehr. Kommen wir hier nicht mehr weiter. Only the best man. You know it. 3D-Drucker. Wo war der nochmal? Hey, stand by for further information. Who are you? Out. Got one suspicious character here, please advise. Hey, you, in the costume! That get-up is a disguise. No way. What? Yeah, yes, Engage your hostile target! At lock. To gain access, you need Sean Rose's body. Or something equally convincing. Nochmal der 3D-Drucker. Was hier? Das war oben, ne? Ne, das war. Oi, what are you doing here? Warum ist er eigentlich immer aggro auf mich? Der ist der Einzige, der immer auf mich reagiert. Warum? Lock. To gain access,
You need Sean Rose's body, or something equally convincing. You need Sean Rose's body. Sinn, dass Sean Roses Gesicht da gedruckt wird. The Shadow Client. That much is clear. Whoever commands the militia, they got out just in time. Look around, 47. We're getting closer. Wer soll denn das noch da noch durchsteigen? Someone's done their homework. Look how far it dates back. Hayamoto, Beldingford, Delvade. The Shadow Client has been tracking you for decades. Now how is that possible? It isn't. Every one of those missions were branded as unsolved or accidents. Diese Maske unterhalten, okay. He must have been looking for a pattern, a certain MO. Da hätte man also drauf kommen können. Which would mean... He knows me. Well, at least this shortens the list. Ich finde, ich habe das gar nicht so schlecht gemacht, Leute. Kein einziges Mal musste ich quickloaden. Quasi ein First Try. Ich bin kein einziges Mal gestorben. Nichts zum Interagieren. Ach so, dann ist das hier nicht die Kommandozentrale wahrscheinlich. Hä? Ich komme nicht mehr raus? Some kind of network. Power plants. From all sectors. Familiar faces too. Ich muss sagen, das hat echt Spaß gemacht. Klaus Strandberg. Ether. And that's missing banker Eugene Cobb. Well, well. There's a name. Providence. What? No. No, it can't be. The Hidden Hand. Thought they were a myth. A hypothesis, nothing more. The idea that a small cabal of kingmakers, controlling enough corporate and political leaders, could effectively run the world in secret. Maybe not so hypothetical. Keep looking, 47. We need full disclosure. Found something. Certainly. But that would mean... Providence has infiltrated ICA. And Eric Soders... is their operative. Bastard! It all fits. Bastard. He was the one who persuaded the rest of the ICA board to greenlight this operation. This changes everything. Get out, 47. We got what we came for. What about the Shadow Client? He is no longer our primary concern. Gibt bestimmt auch so Bonuspunkte, wenn man es schafft, ohne einen einzigen zu real, but never actually.
I will need to confer with the board, but mark my words, 47. This will have consequences. Finden Sie einen Ausgang. Hab einen gefunden. Finden Sie einen Ausgang. Ah, und hier sieht man, was man alles dann in der Mission so erreicht hat. Was wären die denn da unten gewesen, die Dinger? Wissen wir nicht. Melonenmann. Ich bin Freiheitskämpfer. Hab ich doch schon immer gesagt. Ortsmeisterschaft. Missionszeit 46 Minuten. Naja. Netto. Brutto bisschen mehr. Neue persönliche Bestzeit und Missionspunkte 0. But why? Finde ich ein bisschen hart, muss ich sagen. 0. What the fuck? What? 156? Nikola? In 32 Minuten 5-Sterne-Wertung? Was ist denn hier los? Das ist ja unverschämt. Die ganze Zeit ist er hier der heimliche Hitman-Pro und sagt nichts? 156, 5 Sterne. Immer unbemerkt. Alle Kills unbemerkt. Keine Körper gefunden. Keine Aufnahmen. Zeitbonus. Strafe für Nicht-Ziel-Kill. 0. Du hast also niemanden umgebracht, den du nicht hättest umbringen sollen. Nikola, du hast das Spiel falsch gespielt. Das ist ja unfassbar. Strafe für Nicht-Ziel-Kill minus 95.000. Jetzt weiß ich, warum ich keine Punkte habe. Okay, das darf man nicht. Das muss man einem ja, das muss man ja auch wissen. Also ich dachte, als Hitman darf ich die Bösen, dass ich sozusagen eine Strafe kriege, dafür, dass ich die Bösen ausschalte, das war mir so nicht bewusst. Ah, guck mal, beliebige Methode, das heißt, es gibt auch mal das Ziel, sie mit bestimmten Mitteln oder so zu töten. Es wird mir immer direkt angezeigt? Inwiefern? Versteckter Vorrat Obstgartenstraße. Die ICA kann ein kleines Objekt in einem Karton am Farmhauptweg in der Nähe des Obstgartens verstecken. Hä? Eine moderne Version ist... Oh, geil. Verkleidet in der Garage.
Das ist auch praktisch, ne? Da musst du nicht mehr. Musst nicht mehr draußen rum. Also die. Ich sehe schon, also das Spiel ist schon so angelegt, dass man diese Missionen alle viel, viel öfter spielt, so bis man da richtig gut wird. Agentur-Pickup, Wasserturm. Die ICA kann einen Aktenkoffer, einen großen Gegenstand beinhaltet, auf den Wasserturm der Farm schmuggeln. Was heißt das? Einen großen Gegenstand? Eine Luftmatratze oder was? Also, das ist mir ein bisschen zu unpräzise. Rose is gone. It was me, wasn't it? They tracked me. I don't believe it. I took every precaution. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I am proud of you. Now listen. The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. We won't talk again. Not until the storm is over. I don't like it. This man, you know what he's capable of. You need to end this now. I ran away as a boy. My friend and I. Away from that. Moment, der hätte uns jetzt einfach töten können? We came upon a small farming community. The people were dirt poor, but this woman, she took us in. We were awakened the next morning. By the shots. A dozen people lay face down in the snow. A warden didn't like to leave witnesses. They shot the woman and her family last. Ja, kann einfach ein bisschen höher ziehen. Peng. This is your gift, the warden told us. Your gift and your curse. Peng, peng. Peng. Peng, 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 peng. Better than anyone. Ich glaube sogar, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das, was ich gerade gezockt habe, ist sogar kostenlos. Kann das sein? Die erste Story oder so, ist das nicht so jetzt so episodenmäßig? Ich weiß es nicht. Boah, das hat aber schon Bock gemacht, muss ich sagen. Good morning, 47. The board has sanctioned Eric Soder's for termination. After Colorado, we did some digging into Soder's private. Fang noch ein bisschen an mit der neuen Mission. Ich spiele sie jetzt fast track for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gamma Private Hospital in Hokkaido, Japan. Such a display of power has Providence written all over. Jetzt wieder was ganz anderes. Soder's, who suffers from a rare condition known as situs inversus, where his internal organs are reversed. Desperately needs a right-sided heart transplant and has clearly betrayed the ICA to get it. He was admitted last night and is currently being prepped for a 3-day surgery. We have booked you into Gamma under the usual guise of Tobias Reaper, corporate shark, here for a standard medical checkup. As such, you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer who works for Providence. Sodas has already given Yamazaki access to our client records and has agreed to provide a full list of active ICA operatives post-operation. This transaction cannot be allowed to happen. Sodas must pay for his treachery, and his insidious employers must be taught a lesson. ICA's sovereignty is at stake. Powerful as Providence may be, we need to draw a line in the sand. I will leave you to prepare. Okay. Jetzt gucken wir uns erstmal die besten Liste an hier. Ich habe übrigens auch auf Profi gespielt, wollte ich nur mal sagen. Zweitschwerster Schwierigkeitsgrad, ne? Oder ist es bist. So. Was war da? Besten Listen.
Profi. Hey, die kenne ich doch gar nicht. Freunde. Profi. Meister. Einsteiger. Hasel! Okay, aber auf einfach. Wir spielen auf Profi. So, Einsatzbesprechung, Einsatzziele. Achso, das hatten wir eben. Nicht nochmal. Erich Soders. Obwohl 1991 das immer noch als bester ICA-Agent. Blablabla, sondern es leidet an Situs Inversus, einer seltenen Erbkrankheit, bei der inneren Organe verkehrt angeordnet sind. Er hatte 1901. Okay. Ziel heißt, den muss ich umbringen und die muss ich umbringen, ja? Okay. Planung. Startpunkt. Schmuggelobjekt. Kann ich hier noch nicht benutzen, ne? Okay. Zubehör geht alles nicht. Und Startpunkt haben wir auch. Okay, das musst du alles erst freischalten. Ich verstehe. Aber ich kann als Clown zum Beispiel direkt rein. Ne, wir machen natürlich VIP Patient. Welcome to Hokkaido 47. The Gama Private Hospital provides cutting-edge medical treatment for the global elite, outside the law, if required. Das sieht schon gut aus, das Spiel. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as Kai. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital, and even participates in some medical procedures. You will find Eric Soders in the operating theater, undergoing a pre-surgery regenerative stem cell treatment, a highly controversial procedure yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite or roaming the restaurant and spa areas of the hospital. Soders is scheduled to be put under soon. Let us make sure he stays that way. Good luck, 47. Hello, Mr. Reaper. As part of the service here at Gamma, your personal room has been outfitted with a radio frequency identification chip. The device will unlock and allow access to your personal suite. Ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch nicht schlau, als Hitman auf der nackten Haut mitten auf dem Kopf so ein Barcode zu haben. Das ist einfach nicht schlau. Mr. Tobias Reaper ist in einem hervorragenden körperlichen Zustand. Sein Blut weist keinerlei Spuren erblich oder altersbedingter Krankheiten auf. Laut seiner Biomarker ist Mr. Reaper völlig gesund. Die Analyse der zweiten Testreihe ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Doch, wir können da theoretisch rüber. Ich habe schon den super Geheimweg, Leute.
theoretisch können wir da auch noch rüber. Öffentliche Amos Dexter. Amos steht auf der roten Liste und wird für eine Lungentransplantation. Aber sobald eine passende Spende. Das ist keiner. Okay. Eine Schachtel Zigaretten. Da im gesamten Krankenhaus striktes Rauchverbot herrscht, wurden die Zigaretten offenbar in die Gebäude geschmuggelt. Vor allen Dingen, der hat echt gut was weggequalmt, ne? Naja, muss er wissen. Die geilen Toiletten, wie es sie in Japan gibt. Guck, da ist der Kim-Kercher. Fantastisch. Aber sonst ist hier nichts in dem Apartment, ne? Da sind noch Tabletten, kann ich die nehmen irgendwie? Nee, ne? Good evening, sir. Aber der rosa Cowboy, brauche ich den überhaupt für irgendwas? Everything's under control, sir. Das ist mein Apartment, das habe ich tatsächlich auch noch nicht genau angeguckt. Da ist von künstlichen Intelligenz namens Kai gesteuert. Okay. Nun, also hier ist nichts. Wir müssen. Da ist irgendwas Rotes. Da ist was Rotes. Konbanwa. Konbanwa. Wie cool das einfach aussieht. Echt, ey. Maybe learn French and chase all those long-legged women. Feueralarm. Ich glaube, es ist sinnvoll als Hitman sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Hoi, Sabah. Damit man dann im Fall des Falls, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, auch weiß, was zu tun ist.
That is Yuki Yamazaki, former lawyer to the Yakuza and current operative for Providence. A doctor will escort you to your checkup. That was for Mr. Jason Portman. A doctor will escort you to your appointment. Please proceed to the hospital entrance. Mr. Yamazaki, I trust your people are satisfied. Our people, Director. Are you nuts? Don't sir, this is a restricted you. Area. Of course. That's we appreciate it, you clearing your operating schedule. It is paramount to our interest that Soda survives. Still, this cannot have been easy. A few unhappy clients. But fast-tracking Mr. Soda's was a minor problem. Finding a matching donor heart at such short notice... I'm sure you have your ways. Ways I do not need to know about. If you don't mind me asking, who is Eric Soda? His resume says retired big game hunter. Amusing. In a way, I suppose he was in his day. Mr. Soda's belongs to an organization involved in the East Africa, and we needed a man on the inside. Fehlendes Objekt? Someone is calling, probably. Not for much longer. Speaking of... Schon ganz anders jetzt die Mission auf jeden Fall als die davor, so von der Herangehensweise. My team is investigating. If we find it, then you will be the first to know. See that I am. Stupid snow globe. I can't wait to do this now. Trouble. What? Hubschrauber? Ich muss mich irgendwie als Arzt verkleiden, oder? Um an den Soda ranzukommen. You know, I'm trying to keep calm. Good evening, sir. I get anxiety attacks. Well, I love the place. Believe me, I come here often, but well, I won't bore you with those details. I just... I miss you. Jeez. It's lonely. Being sir, you're gonna have to leave. I can't really connect. Das ist ein ganz schön großer Komplex hier auf jeden Fall. Yeah, I saw her at the spa earlier with an entourage of bodyguards. Yeah, I had to leave. Traum für jeden Psychologen. Versteht ihr? Ein Komplex. Yeah, another. Felt like punching her lights out too. I mean, she made a mockery of the judicial system, shamed the entire legal profession with her trickery. Oh, I remember that vividly. Oh, oh nein, mein Waschbecken ist kaputt. Jesus. See, it's these little things that'll send me back to the asylum. Look, you have this "Yes, I did it" written all over your face. Okay, ich dafür, wenn das Waschbecken That's kaputt enough. Ist. Entschuldigung, was bilden Sie sich ein? Lassen Sie mich kacken. Entschuldigung, darf ich vielleicht in Ruhe? Ihr wollt mich erschießen, weil ich Wasser überlaufen hab. Security. Hey, don't you. Why the hell would you throw that shit at me? Leave me alone. Schachtel austauschen gegen volle Schachtel. Story-Mission Rauchen verboten. Okay. Vielleicht sollt ihr auch mal speichern jetzt hier. Warum ducken die sich denn?
Starke Dose. Boah, ist das riesig hier. Das ist ein richtiges Labyrinth. Sleeping Quarters. Auf jeden Fall eine Menge Toiletten hier. Staff Sleeping Quarters. Guck mal, die schlafen in diesen Kapseln. Nee. Warte mal. Expertenmodus aktivieren. Kannst du sich jetzt tot oder was? Das ist ja ein unglaublich riesiger Komplex hier. Bis in die letzte Ecke durchdesignt. So, ich habe die Orientierung verloren, aber ich meine, hier war ich schon mal. Sushi. Aber als Wachmann hat man hier schon relativ viel. Ah, da ist wieder der pinke Cowboy. Als Wachmann hat man hier schon viel Möglichkeiten. Hey, Security Guy, hold up just a minute. Are you dead? Wieso bin ich jetzt verdächtig? Die ganze Zeit konnte ich irgendwie überall lang laufen und jetzt plötzlich. Warum? Why? Okay, manche können offensichtlich. Der kann mich auch erkennen. Oh, das ist sie. Wow, lots of security here. Das ist ja sie. Psst. Okay, die hat halt immer die zwei Security-Schergen bei sich. Wäre wahrscheinlich besser, sie zu vergiften. This is all so standard. Excuse me. Could I ask you for some Fugerol? 1,000 apologies, Miss, but hospital administration has put a ban on pufferfish. There was an incident. Oh, noch Gift. Only last week, a kitchen apprentice took it upon himself to. Well, I can't even bear to say it out loud. Well, I'm sure you can make an exception this once. The rules are the rules. I'm sure you understand. I'm a lawyer. I see them. We're up in security at the moment, sir. So I'm afraid I can't. I just don't want to get fired.
Geh weg! Lass mich durch da! Das habe ich so super gemacht wieder. Scheiße. Ich habe keine Waffe? Einfach nur stark. Command, securing crime scene and establishing perimeter. Out. Ja, Leute. So einfach geht das. Was heißt jetzt kompromittiert? Heißt das, ich muss die Kleidung wahrscheinlich wechseln, ne? Talk to me. What's going on? Somebody's being a pain in the ass. Any description on possible suspect? I don't know. Didn't see anything. Was ist passiert, Sir? Ich war auf dem Klo. Und plötzlich geht der Alarm an. Besser, ich gehe in mein Zimmer. Das ist nicht mein Zimmer. Ja, wieder fantastisch gemacht. Rogi! Rogi Meisti! Wieso? Ich werde angegriffen. Kaum kommt der Krogmeister hier mit dem Raid rein, werde ich angegriffen. Warum? Warum schießt ihr auf mich? Ich habe nichts getan. Ihr könnt nichts beweisen. Vor Gericht sind wir alle gleich. Rogi, danke für deinen Raid, mein Lieber. Ich bin hier gerade noch am Hitmanen. Und ehrlich gesagt habe ich es gerade perfekt gemacht. Ihr kommt zum richtigen Zeitpunkt, denn ich habe hier gerade schon die Yakuza-Anwältin sehr gut ausgeschaltet. Und deshalb verstecke ich mich in diesem Schrank. Oh, jetzt ist meine Chance, den... Jetzt bin ich super Security Guy. Leute, das war super von mir. Ich weiß nicht, ob Krogi noch da ist, aber wenn er es sieht, er wird stolz auf mich sein. Ab in den Schrank. Und noch die Verkleidung. You're not one of us. Keep those hands behind your head. Down on your knees. Help! Help! Nicht mal in Ruhe sich verkleiden kann man hier. Wieso kann ich den jetzt nicht? Go, Command! Come on, we got some trouble. Wieso wissen die, dass ich hier bin? Ich verstehe das nicht. Hi. Nein, er hat mich nicht gesehen. Oh, I have one question, and I need your honest opinion here. What
What's your take on the global situation? Because I have to admit, I'm lost. So, und wo ist jetzt der andere Dude? Der Panther. Wieso erkennen die mich alle? Ich verstehe das nicht. Alle haben einen weißen Punkt über dem Kopf. Wie muss ich mich denn jetzt anziehen, dass die das nicht mehr sehen? Der wiederum sieht nix. Hier bin ich im Headquarter. Auch sehr nice. Sich im Polizeihauptquartier hier. Guck. So, the building AI known as Kai not only keeps the building running, but it also controls the surgery robot in the operating theater. That's where Sodas is at the moment. The manual states that the AI will automatically revive any flatlined patient, which could prove to be a problem. Ah, but the hospital director does have access to the mainframe. Care to run a hospital, 47? Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die KI würde den Typen immer wieder beleben? Und deshalb muss ich jetzt den Hoteldirektor oder was finden? Sir. War doch gerade was. 3 Sterne. Hm. Ist die Frage, welcher Rang ist besser, ne? Das ist der Direktor. Looking sharp. Ja, nein, ich will doch zu ihm. Da. Aber der erkennt mich. Aber er hat auch eine Glühbirne. Aber er kennt mich auch. Was mache ich? Was mache ich? Ich muss Arzt werden oder so. Bullshit. I work in the most expensive hospital in the world. Den brauche ich, oder? Der ist super special mit seinen roten Handschuhen. Oder hier Medical Staff. He volunteered himself. Wow, that's dedication. The curator. It's as bipolar as they come. He is the ideal test subject. Hey, ist er weg? Besides, if he had to go through proper channels, it would take years to get cleared for human testing. Neurochip. Guck, die haben auch rote Handschuhe. Sorry, sir, I can't let you through. Got my orders. Levitating. Doesn't sit right with a lot of people. Nails, noses, drugs. R&D team put a chip in his brain. Okay, ich brauch den Dude. And adjust his neurochemical levels to balance his mood. They even took it one step further. There's a manual controller, which he keeps in his living quarters, you know, in case he decides he needs a bit more... Jetzt nicht hier einfach die beiden zusammen. It's pretty clever when you think about it. Treating bipolar disorder is one thing, but you gotta think mass market. I mean, who wouldn't like a controlled boost of... Oh, ich muss auch gerade mal... Okay.
Wieso kann ich mich jetzt nicht als der verkleiden? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, Leute. Das finde ich jetzt nicht gut. Achso, weil das derzeit ist. Der ist schon wie ich verkleidet. Dann hätte ich den ja auch gar nicht umnocken müssen. Okay, ich dachte, diese roten. Das bedeutet irgendwas, okay. Not so much to be enjoyed, but I don't know, experienced. A full-on kinetic horror. Cool. Cool. No, that's not what you're saying. Hey, wait a minute. Oh, bollocks! Oh, das kriegen sie mit? Oh my god, please stop doing that! Stop strangling that person! I don't wanna. Leute, ich habe eine Mission zu tun. Ich kann hier jetzt keine Rücksicht auf irgendwas nehmen. Nur zwei rein, scheiße. Nein, dumm, wie dumm. Be smart, surrender now. Keep those hands where I can see them. Scheiße, es war so gut, ey. Oh. Es war doch eigentlich schon top. One step further. There's a manual controller, which he keeps in his living quarters. You know, in case he decides he needs a bit more. Hey guys. I hope the boss is doing okay. I don't know what I would have done if he. Der kann mich erkennen, die anderen wiederum nicht. Der hat einen Fragezeichen. Ist aber auch nicht mal so ganz einleuchtend, warum wer wie wo was, oder? Mr. Dexter, you know that gentleman from Texas. Oh nein, weil sie weiblich ist, kann ich nicht ihre Klamotten anziehen. Oh, die haben ja wirklich an alles gedacht. Scheiße. Daran habe ich nicht gedacht. Verdammt. Okay. Ist ja ganz allein. Ach Mann, jetzt wo kommst du denn her, du Lappen, ey? Komm, nimm ihn. Perfekt. Vertraulicher Patientenbericht: Jason Portman hat sich in Gamma.
Tobias Reaper, das bin ja ich. Anerkennung des Supervisors. Wäre es möglich, Mr. Reaper weiteren Tests zu unterziehen? Dieser Mann ist eine wandelnde Stammzelle. Es ist fast, als wäre er... Oh, weiter geht's nicht. Amos Dexter, das ist der Cowboy. Okay, da ist irgendwas mit den Zigaretten auf jeden Fall bei dem. Das ist. So, mal gucken, ob ich jetzt. Turn into a time machine. I don't know. It's just such a waste of time. That sounds so fascinating. What are you, a dentist? Anyway, you can't come through here. Nope, not gonna happen. Ach. Guck mal, der hat am Ärmel noch so... mit zwei Streifen gewesen. Leute, ich mach's super. Crazy, but not even the bodyguards can come through here at the moment. The fuck? Also nur dieser eine komische Hippie-Arzt kommt da durch, oder was? Wer ist er nochmal? Der vielleicht? OP-Guy? Identify yourself. Hey. Warum sind sie jetzt plötzlich hostile? This is your final warning. Yes, yes, I am. And I'm starting to sound like a broken record. There. Come on, I think we got some trouble. Who the hell are you? Oh my god. Why? Okay, die von der gleichen Kaste, die können einen irgendwie erkennen, ne? Da drin ist einer, der sich als Dings ausgibt. Den brauche ich. People, you're not safe here at the moment. Please leave the area, and I'm sure that it's nothing, and we're all okay. But right now we need your cooperation. Thank you. Hey, you! Wherever you are, you ain't helping yourself. Oh my god! Help me, please!
Someone help me! Something's not right. I can smell it. Seems like we have a troublemaker out there. Okay, okay, okay. I got it. Oh, I'm in troublemaker. We've got a psycho on premises. We might have a potential threat here. I need to know exactly 47. What you look like. I have intel here regarding the pilot. On it. I think it's best if you vacate the premises I'll now. I'll find you. It's just a precaution. Don't you worry. Komm, wir gehen hier, bringen uns in Sicherheit. Komm. Komm hier runter. In Sicherheit. In Sicherheit. Okay, Leute. Ich mach Schluss für heute. Es ist doch schon so spät. Es ist doch schon so spät. Aber das hat ja mal richtig Bock gemacht. Das mache ich auf jeden Fall nochmal. Hitman, ey. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, was das Spiel kostet. Wir gucken mal gerade auf Steam. Auf die Shop-Seite gehen hier. Dann sehen wir Part 1 30 Euro, World of Assassination 70 Euro. Das ist schon teuer, aber da sind dann glaube ich auch Hitman 1, 2 und 3 drinnen, ne? Es gibt hier noch richtig viele Sachen. Ah, hier kann man es auch nochmal genau sehen. Free Starter Pack. Trainingsmissions. Part 1. Standard Edition. Ja, müsst ihr einfach mal selber gucken. Ist aber auch echt immer noch ein Top-Spiel. Kam auch erst vor 2 Jahren raus, also. Müsst ihr selber schauen. Aber ist schon cool. Also ich muss sagen, es hat mir richtig Bock gemacht. Bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Gerne Kommentare. Dann mal in die Kommis. Ja, und hier schreibt noch Anonymo. Der Freelancer-Mode ist auch toll, wie ein Roguelite, habe ich auch gehört. So ein bisschen looten und leveln tatsächlich. Ne? Vielleicht probieren wir das nächste Mal auch noch aus. Das hat schwer Spaß gemacht, muss ich sagen. Echt gut. Top, top. Ah, ich habe es auch super gemacht.